So ein Scheißdreck. Jetzt, Leute, servus. Heute geht es um ein Werkstattprojekt. Endlich mal, weil meine Werkstatt jetzt so ziemlich gut beieinander ist. Ich kann hier langsam was machen. Da hinten da habe ich einen Werkzeugwagen, einen alten, einen Werkzeugschrank besser gesagt. Den habe ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden und den ziehen wir mal hier rüber jetzt. Den packe ich auf einen Sackkarren oder auf ein Rollbrett. Ich habe doch hier ein Rollbrett. So, schieben wir mal das Teil daher. Schauen wir mal. Das ist ein Metallschrank mit Schubladen. Ja, und das ganze Ding muss man jetzt abschleifen. Und ich mache Rollen hin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch gar nicht unten angeschaut. Keine Ahnung, wie das beieinander ist und vor allem, wie man die Rollen dann befestigen könnte. Ich habe hier Rollen. Solche Rollen kennt man ja mit Bremse. Wenn ihr solche Rollen besorgt, dann informiert euch gescheit. Es gibt Rollen, da kann man bremsen, dann bewegt sich das Rad nicht mehr. Und es gibt Rollen, die drehen sich nicht mehr. Also diese Drehung hier, das seht ihr ja, das ist nicht üblich, dass wenn man hier die Bremse drückt, auch diese Bewegung wegfällt. So, wenn man hier bremst, ist es bei dem komplett starr. Diese Rollen sind komplett dann nicht mehr beweglich. Hier oben, das ist so eine Kunststoffmatte oder so. Keine Ahnung, ob man die noch retten kann. Das versuche ich halt zu reinigen. Ein bisschen vielleicht mit Schleifpapier sogar. Gucken wir mal, es ist Kunststoff auf jeden Fall. Ja, das macht es nicht leicht mit den Rollen. Ich muss das ganze Ding wahrscheinlich auf eine Platte stellen. Das heißt, ich schneide eine USB-Platte zurecht. Und wieder mal bin ich auf meiner Gruschtseite. Ja, meine Gruschtseite. Ich sag Gruschtseite dazu, weil ich kann hier kaum noch laufen. Und jetzt war es höchste Zeit, dass ich die Metabo-Bandsäge da raushole und auch die kleine Tischbohrmaschine. Die zwei Geräte kommen nämlich auf den Unterschrank. Das wird dann meine mobile Säge- und Bohrstation. Ja, ist halt ziemlich schwer das Teil, aber es geht schon. Und ja, durch das, dass ich dann die kleine Bohrmaschine halt mobil bewegen kann, kann ich das Zeug auch hier rüber schieben, wenn ich will. Wenn ich dann meine Messer herstelle, die Griffschalen und so weiter bohren muss, kann ich auch die kleine Bohrmaschine nehmen. Ich habe jetzt die große Bohrmaschine, die alte AEG, aber trotzdem möchte ich die kleine nicht missen. So, mittlerweile ist einige Zeit vergangen. Ich habe es mir nochmal Gedanken gemacht über das ganze Rollensystem. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich es mir vorstelle oder vorgestellt habe. Die Rollen an sich sind nicht das Problem, weil wie gesagt, die sind ja wirklich starr und wackeln nicht. Aber irgendwie ist das nicht gleich eben. Das heißt, irgendein Rad war höher wie das andere. Wahrscheinlich ist was verbogen oder nicht verwindungssteif. Das kann auch sein, dass unten irgendwas nicht verwindungssteif ist. Und darum ist ein Rad immer weniger belastet und darum hat es gewackelt ohne Ende. Mein Plan ist jetzt, ich mache Kanthölzer hin und dann kommen Spacekeeper-Rollen ran. Das sind Rollen, die kann man absenken oder hochfahren. Dann steht der Schrank nicht immer auf den Rollen, sondern senkt sich auf den Boden ab. Das wurde irgendwie mal aufgebohrt, das Schloss. Seht ihr das? Das wurde aufgebohrt und wie gesagt, eBay Kleinanzeigen. Wer weiß, wer weiß. Solange ich noch keinen anderen Verschluss habe, klebe die jetzt einfach mit Panzertape zu. Es ist alles total verbogen. Diese ganze Kante ist wellig. Das ist schon klar, dass das dann wackelt, wenn man da ein Brett drauf schraubt mit Rollen dran, so wie vorher. Die Platte ist total verzogen dann auf der Oberfläche und logischerweise sind die Rollen dann auch nicht gleich hoch. Deswegen mache ich das Kantholz hin, weil das gerader ist als das Eisen. Und mit diesem Holz wird die Unterkonstruktion dann auch breiter.
Also, unten breiter heißt eigentlich auch weniger wackeln. Wo habe ich dieses Gerät schon wieder? Das war ja schon mal Mittagspause. Ist ja geil, wenn Sonne reinscheint, aber zum Filmen ein bisschen störend. Egal, wir kommen trotzdem klar. Jetzt habe ich noch so Querbretter zugesägt und vorgebohrt. Die verschraube ich jetzt hier vorne noch dran. Jetzt mache ich an allen vier Ecken noch kleine Klötze hin. Das sind dann wie so kleine Beine, dann steht der Schrank stabiler auf dem Boden. Ja, ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass das ganze Ding noch wackelt. Ich habe mit dem Elektrohobel noch die Unebenheiten oder die unterschiedlichen Höhen angepasst. Seid aber da sicher, dass die Schrauben tief genug drin sind, sonst ist der Hobel im Arsch. Jetzt wackelt nichts mehr. Jetzt steht das schön plan auf dem Boden. Jetzt machen wir mal die Spacekeeper-Rollen. Bauen wir mal zusammen. Erstmal auspacken, das Zeug. Mir wird es langsam zu warm. So, jetzt Moment mal. Irgendwie kommt mir das gerade komisch vor. Bei denen, da fehlen diese Gummidinger. Die sind nicht dabei. Da sind normalerweise so orangene Gummidinger drauf. Moment, ich hol die Dinger mal. Die sind nur im Haus. Die andere Schachtel muss im Haus sein. Bin gleich wieder da. Gibt's ja gar nicht. Das ist ja unglaublich. Also, sehr seltsam. Also, wie ich es gesagt habe, bei der anderen Packung ist ein Plan dabei. Bei der Packung ist kein Plan dabei. Und jetzt schaut, hier sind die orangenen Dinger drauf. Ja, bei der anderen Packung fehlen diese Dinger. Mann, ist das ärgerlich. Ich sag's euch, zurzeit passiert mir öfters sowas. Ich kaufe was, noch fehlen Dinge. Okay, ich kann darauf verzichten, dass jetzt hier diese Gummischützer, diese Gummidinger nicht dabei sind. Die mit dem Gummi dran, die nehme ich dann für die große Werkbank. Da unten hinkommen die dann auch, die Spacekeeper-Rollen. Und diese Werkbank wird richtig schwer. Da ist ja dann die Tischkreissäge auch mit drin in der Werkbank. Und da ist es schon besser, wenn dann dieser Grip dran ist, wenn man runterdrückt mit dem Fuß. Das hält auch, das sind richtig gut drauf gemacht. Aber trotzdem ist es ärgerlich, dass jetzt hier diese Dinger fehlen. Je mehr produziert wird, desto mehr Fehler passieren halt. Das ist echt ärgerlich, aber egal. Kannst nichts machen. So, und die anderen drei baue ich jetzt ohne euch zusammen. Ich lasse die Sonne ein bisschen rein. Anfang Dezember und man kann mit dem T-Shirt rumlaufen. Weil ich immer so relativ, ja, viele frieren bei 8 Grad. Mir ist es lieber, wenn es kühl ist. Da fühle ich mich wohl. Also ohne Kamera, ich baue das kurz zusammen, dann sieht man sich gleich wieder. So, wie ihr seht, haben wir alle zusammengebaut. Und die montieren wir jetzt hier unten. Das ist wirklich sehr leicht mit der Schablone, die dabei ist. Unten müsst ihr an der Schablone, an der gestrichelten Linie, den Zettel abschneiden, auf den Boden stellen. Und ich habe die Löcher schon durchgebohrt. Das sind die Vorlagelöcher. Und dann zeichne ich das erstmal an. Ich nehme da doch lieber ein Edding. Ich habe es hier angezeichnet, wie man sieht. Ich bin auch blöd. Die Rollen baut man erst zusammen, wenn die Halteplatte, die da, wenn die montiert ist. Weil ich komme jetzt nicht mehr hin zum Verschrauben. Vorne wollte ich hinkommen, da. Aber unten, keine Chance. Scheiße, leck mich doch am Arsch. Also ich reg mir jetzt nicht auf, weil es ist ja meine Schuld. Dafür macht's ihr dann richtig. Ja, wenn man nur zuguckt, ist alles einfach, ja. Wenn man aber filmt, die Kamera ständig umstellt, dann ist es meistens so, dass man Fehler macht. Und das habe ich früher auch immer belächelt, wo ich das bei YouTubern gesehen habe, wie doofe Leichtsinnsfehler die machen. Es ist halt so. Ja, wenn man filmt, hat man einfach den Kopf einfach nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei der Kamera. Und dann passieren solche Dinge. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich die Platte nicht noch falsch rum hinschraube. Halt vorbohren. Wenn man jetzt hier drauf drückt, dann hebt es das hier an, die Hand passt runter. Wenn man es wieder löst, senkt sich der Schrank oder der Gegenstand ab und es steht auf dem Boden. Die Rolle ist dann entlastet. Also, ich mache die anderen Rollen noch hin ohne euch und dann sieht man sich gleich, wenn ihr das Ding auf den Boden stellt.
So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. So, jetzt sind die Rollen hingeschraubt und jetzt schauen wir mal, ob das Ding auch so rollt, wie ich es mir vorstelle. Obendrauf mache ich eine Platte, weil da drauf muss irgendwas anderes. Das ist zu dünn, das Blech. Das gibt nach. Ich habe das jetzt nicht mit einer Schiene gesägt, sondern freihand. Jedenfalls muss ich die Schubladen jetzt rausmachen. Jetzt habe ich in der Schublade tatsächlich noch einen Zettel gefunden, einen alten. Da Unterschrift, bla bla bla, Pforzheim, 4.9.1967. Da kann man schon ungefähr schätzen, wie alt das ist. 60er Jahre. Sowas taugt mir halt schon. Was Altes wieder zum Leben erwecken, dass man es benutzt. Die Tür kann man auch aushängen. Später, wenn ich das dann lackiere, ist das echt besser, wenn man alles auseinanderbauen kann. Und zwar total simpel, ohne Werkzeug. Einfach nur zusammengesteckt. Das muss irgendwo dahinter kommen. Ach, Scheiße. Ich komme da gar nicht hin. Ah, scharfkantiges Eisen. Hacko, zack. Ich komme nicht hin. Geht doch. So ein Scheißdreck. Scheißdreck. Ja, wie ihr seht, habe ich so ein altes Schränkchen mit Schublade und das wird ein bisschen umgebaut. Das möchte ich gern da oben drauf stellen. Mir geht es um die Schublade. Sägen wir es mal zusammen, das Teil. Jetzt, Leute, das war's mit dem ersten Teil von dem kleinen Werkstattprojekt. Ich habe mich entschlossen, einen Zweiteiler draus zu machen, weil es kommen noch Details ohne Ende. Hier unten kommen noch Details hin, ein kleines Regal mit Gimmicks und ja, die Endbeschichtung vom Holz, die Endbeschichtung vom Metallschrank, dann diese Montage von der Bandsäge, die Montage von der Tischbohrmaschine. Hier oben ist dann der zweite Teil, sobald der online kommt. Hier unten ist das letzte Video und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Bleibt am Ball, abonniert meinen Kanal und dann sieht man sich beim nächsten Video. Ciao!